Hi, ich bin Caro von den DocSpotters. Neben mir sitzt Lars Rummel, Kurator von Doc Neuland. Du bist ja seit 7 Jahren Kurator für diese Ausstellung. Wie bist du eigentlich zu der Aufgabe gekommen? Wie bin ich Kurator geworden? Das war ein totaler Zufall. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht in Medienkommunikation und Psychologie und bin nach Leipzig gezogen, weil ich irgendwie Lust auf eine neue Stadt hatte. Habe dann freischaffend als Filmmacher gearbeitet und dann gab es eine Praktikumsausschreibung bei Doc. Und das war so das erste Projekt. Da hieß es auch noch gar nicht Doc Neuland. Das war noch ganz unklar, was es überhaupt werden soll. Und dann nach dem Jahr dachte ich, oh, das ist richtig schön, das macht Spaß und verbindet auch Dinge, die, also so Räumlichkeit, so Illusion von Film, Illusion von Räumlichkeit. Also da gehen so ganz viele Dinge mit einher und auch Räume zu gestalten und zu denken. Und habe da gemerkt, dass ich eine sehr große Leidenschaft habe. Und dann hat sich das über die Laufe der Jahre so entwickelt. Die Ausstellung heißt ja dieses Jahr Thanks for Nothing. Was steckt eigentlich hinter diesem Titel? Es geht vor allem erstmal um die ganz simple Beobachtung. Wir haben in unserer Gesellschaft global gesehen ganz schön viele Herausforderungen. Wenn man sich die Klimakrise anguckt, wenn man sich Luftbewegungen anguckt, wenn man sich Rechte anschaut, wie die in unterschiedlichen Ländern gehandhabt werden. So ganz schön was los irgendwie. Und gleichzeitig auch das Gefühl, dass unsere Welt ganz schön rasant ist. Es ist sehr kapitalistisch geprägt. Wir sind alle in einem ständigen Leistungsdruck. Also ich rede da in dem Moment vor allem von dem globalen Norden. Und durch das Internet sind wir sehr miteinander vernetzt. Wir haben ganz viele Zugänge zu Wissen auch, zu Fakten. Und gerade wenn man sich das mal anschaut an dem Beispiel der Klimakrise, wir wissen all diese Dinge, aber eigentlich passiert auch nicht wirklich was. Und es wird immer weiter aufgeschoben, es werden immer wieder Entscheidungen getroffen, die doch nicht wirklich weiterführend sind. Und die Beobachtung ist, na gut, was wir jetzt nicht lösen, muss später gelöst werden. Also wir können das Problem jetzt ja nicht wegignorieren. Und Thanks for Nothing ist der Ausruf, den kommende Generationen sagen können und vollkommen zu Recht, wenn sie auf die Zeit jetzt zurückschauen. Wenn sie uns fragen würden, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Ich glaube nicht so viel. Und hast du so bestimmte Kriterien, bei der du bei der Auswahl der Arbeiten drauf achtest? Ich habe einen richtig großen Kriterienkatalog. Der wird auch jedes Jahr immer länger. Und der geht so von Ästhetik über Erzählweise, über Interaktivität, also wie wird auch mit dieser Welt gearbeitet. Vor allem aber auch immer die Frage, wie hängt eigentlich das Thema mit dem, was gezeigt wird? Wie hängt es mit dem zusammen, wie ich als Nutzerin in diese Welt reingehe? Also es sind ja virtuelle Welten. Das heißt, durch mich und meinen Körper wird diese Welt ja erst lebendig. Und da schauen wir immer ganz genau hin, was sind da eigentlich die Zusammenhänge? Dann gibt es natürlich auch mal so einen Punkt wie Aktualität des Themas. Dann gibt es noch total viele nerdy Sachen, die jetzt ganz weit führen würden. Als Kurator hast du dann bestimmt schon richtig viele Projekte gesehen. Was war denn für dich persönlich die krasseste Extended Reality-Erfahrung? Es gibt eine Arbeit, die ich vor ein paar Jahren gesehen habe, die heißt Collider. Da ging es darum, dass zwei Menschen das gleichzeitig machen. Es ging um Machtverhältnisse. Es ging in unterschiedliche Rollen. Einmal als eine Person wurden wir dazu eingeladen, uns zu befragen, wo wurde eigentlich Macht auf uns ausgeübt innerhalb unserer Biografie und wo haben wir uns auch machtlos gefühlt. Und das hat man erstmal nur über Kopfhörer gehört, das war gar nicht in der virtuellen Welt, sondern im abgeschlossenen kleinen Raum. Man konnte mit kleinen Figuren Bilder legen und mit diesem Gefühl geht man dann in eine Welt rein. Die andere Person hingegen, da hat es genau andersrum gefragt. Was für Macht hast du mal ausgeübt und was glaubst du, wie haben sich Leute da gefühlt? Innerhalb dieser VR war es dann so, dass ich die Brille aufbekommen habe, die andere Person die Controller hatte. Und es ging dann genau um dieses Spiel, dass ich mir meine Macht mal zurückhole, dass ich meine Wirksamkeit mal wieder empfinde. Und das Tolle an dieser Arbeit war, dass es nicht nur für zwei Personen gedacht war, sondern auch, dass man danach nochmal einen Fragenkatalog bekommen hat von Fragen, die man sich gegenseitig stellen kann und wie man sich gefühlt hat. Und diese Arbeit war wirklich, wirklich toll insofern, dass sie über das Virtuelle hinausgegangen ist, vom Physischen ausgegangen ist, um dann auch wieder in dem Physischen zu bleiben. Das heißt, es war quasi eine gesamte Narration drumherum. Und bei der Doc Neuland schafft man ja wahrscheinlich dann gar nicht, sich alles anzuschauen. Hast du eine persönliche Empfehlung für uns? Oder ist das Nee. Ich mache aus Prinzip keine persönlichen Empfehlungen. Also die beste Antwort, die ich darauf geben kann, ist, das, was ich glaube, was mein Highlight ist so in der Ausstellung, ist immer
was sind eigentlich die Zwischenräume zwischen den Projekten? Also wenn ich jetzt Projekt A gesehen habe und mir dann nochmal Projekt B angucke, was macht das eigentlich auf? So, was ist der Zusammenhang? Und auch mal so das eigene Befragen von, okay, thanks for nothing, kommende Generation, okay, wie, was? Also so, und so vielleicht diese kleine Irritation, ich glaube, das ist das, was ich empfehlen kann. Okay. Gönnt euch Irritation. Cool, danke für das Interview. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Doc Neuland bekommen habt, dann schaut doch mal während der Festivalwoche im Museum der Bildenden Künste vorbei.